So, ich habe unsere Tasche ein bisschen leer gemacht, habe unterwegs wieder hierher zwei Eier noch geholt und ja, hier ist jetzt der Dungeon. Ich habe auf jeden Fall noch hier Pfeiler geholt, weil das war nur 58, das war mir zu wenig, da habe ich noch welche gemacht. Und das ist jetzt unser Ziel und ich denke, wir gehen jetzt hier nach dem Logo rein und dann schauen wir mal, was in dem Dungeon los ist, oder? Dann mal auf. 48 Minuten und ja, gehen wir mal rein, gucken, was da drin los ist. Dungeon heißt eigentlich immer schwer, aber wir haben mit der Armbrust eigentlich auch eine gute Waffe. Oh. Okay, das hat ja gut angefangen, ne? Zwei Wilderer. Hier ist Feuer aber nicht an. Oh, da oben steht noch einer. Okay, die hängen irgendwo fest. Oder sind die in Deckung und hängen nicht fest? Und jetzt ist keiner mehr. Okay. Kurz hier aufsammeln gehen, oder? Da liegt nämlich noch was. Eine Sphäre. Ein bisschen Gold. Dann gehen wir dahin. Gucken bei den beiden vorbei. Auch nochmal ein Zwerg. Das hier sieht natürlich richtig cool aus. Ich habe was gegessen. Okay, das ist aber nichts zum Mitnehmen. Hier sieht es erstmal so aus, als ob hier nichts ist, oder? Ist das was Spezielles? Nein, er ist nur angeleuchtet, aber das sieht stark aus. Das ist bestimmt Eisen. Kann man hier hochklettern, aber irgendwie was Grünes, oder? Nee, war doch nichts Grünes. Das war bestimmt hier so ein Funkenflug. Sehe aber auch nichts Besonderes jetzt hier, dahin geht's weiter. Das heißt, wir gehen da lang. Fackeln. Da steht wieder ein Rocky. Der kommt nicht die Stufe hoch, ne? Das ist das Problem. Steht da noch mehr? Nee, ne? Sieht erstmal gut aus hier. Was für ein goldener. Okay, da ist da einer, was von unseren Leuten. Hier ist nix. Schick mit den Strahlen, die hier reinkommen von der Sonne, ne? Hier ist nichts, oder? Ist dahinter vielleicht was versteckt? Sieht schon krass aus hier, diese Stalagmiten und wie sie alle heißen. Okay, weiter geht's hier lang, würde ich sagen. Anderen Weg gab es ja auch gerade nicht. Oh, hier tut sich der Weg, glaube ich, teilen, oder? Da sehe ich nichts. Da hinten ist noch eine Tür und da geht's weiter. Hier ist alles safe, dann gehen wir erstmal hier lang, weil hier trocken ist. Da kommen wir nicht durch, okay? Da hinten ist wer. Ah, das ist so ein, den ich noch brauche, damit ich das mit dem Halsband da machen kann und dann kann ich die wunderbar. Sag schon. Da sind auch noch zwei. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht alle drei aggro, das wäre nämlich nicht gut. Mir reicht erst der da. Okay.
Den müsste ich aber kriegen, oder? Schieß schon. Und der ist leider erledigt. Ich glaube, einen habe ich gekriegt, ne? Aber leider auch down. Und wir sind auch down. Das ist schlecht. Irgendwas Besonderes hier? Ich glaube nicht. 400 Punkte haben wir, okay. Können vielleicht gerade was essen hier, das Brot. Komm mal voll. Weiß nicht, ob wir dann schneller heilen, wenn unser Hunger voll ist. Schicke Blumen hier aus, ein Durchgang. Wie viel Energie haben wir? 520. Da ist Eisen. Sieht nicht aus, dass hier irgendwas ist. Okay, das sieht so aus wie ein Wal oder sowas, der hier verändert ist. Da ist wer? Kilamari. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn von hier treffe, oder? Sonst sieht es hier nicht so aus, dass hier noch wer ist. Probieren wir mal. Hat nicht geklappt. Da ist, glaube ich, noch einer. Naja, kriegen wir den her. Da ist noch einer, okay. Das sind vier. Irgendwie klappt das nicht über den Stein rüber, kann das sein? Probieren wir mal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der da nicht im Weg zum Schießen, ne? Wird bestimmt nicht klappen, oder? Obwohl, sieht gar nicht schlecht aus. Beißen sich am Hals ihrer Opfer fest und saugen sie aus. Stößt man auf ein paar Mumien, handelt es sich meist um das Opfer eines Kilamari, okay? Ja, könnte klappen. Klappt. Giftdrüse haben wir gekriegt. Wo liegen die anderen? Hier wohl nicht. Liegt hier noch was? Ja, haben wir wohl auch gekriegt. Hier lag wohl was. Viel Buntes, ne? Ist hier oben noch was? Warte mal, Fackel rausholen, ne? Goldmünzen, Brot und kleine Pfahlseele. Und hier, das ist wohl niedriges Wasser. Da sind wir gerade reingesprungen und das hat den Krach gemacht. Und hier ist, glaube ich, Ende dann. Hier lag noch einer, aber der hatte auch nichts mehr. Ich glaube, wir können hier wieder zurückgehen. Dieser Weg hat nichts mehr gebracht. Gut, dann müssen wir zurück und da, wo die Kreuzung war, den Wasserweg gehen, ne? Wir müssen immer mal dran denken, da den Pal auch rauszulassen, der für uns kämpft, ne? So, jetzt sind wir hier. Okay, da ist noch so ein Teil. Nicht bewegen, vielleicht klappt's. Okay, den haben wir auch. Das ist schon der dritte dann. Von da sind wir gekommen, glaube ich. Hier ist nichts, oder? Eisen ist hier unten natürlich, ne? Das
Ist da noch ein Durchgang? Ne, der ist, glaube ich, zugemauert, oder? Na, da kann man nicht durch. Erledigt also. Das heißt, jetzt da, wo der Gitter ist, müssen wir noch weiter gucken. Dann fliegen wir dann mal runter. Ich glaube, wir fliegen hier über das Wasser besser rüber. Ah, eine Kiste. Und ein Raum. So, und da ist bestimmt irgendwo noch ein Gegner am Stehen, oder? Ich sehe aber keinen. Wohl nicht. Wahrscheinlich, wenn ich die Kiste aufmache, kommt einer, oder? Hier ist nichts Besonderes. Goldmünze, Brot, deine Palseele, nichts passiert. Okay, und einen Ausgang gibt es hier nicht, das heißt, wir können nur da zurückgehen. Dann laufen wir mal. Müssen wir diese Wand da hochklettern, ne? Okay, ab ins Wasser, hoffentlich passiert uns nichts. Fackel aus. Okay, mit der Ausdauer, das waren stufige Abschnitte, das müsste also gut klappen, da hinzukommen. Eine weitere Etage. Und ich glaube, die nächste ist schon die obere, ne? Okay, schaffen wir das? Ich habe vielleicht ein bisschen zu früh drauf gedrückt. Ah, schaffen wir aber. Okay, das heißt, hier waren wir auch. Das war der Bereich mit dem Gitter. Das heißt, da, wo wir reingekommen sind, müssten wir jetzt rausgehen, ne, oder? Oder vertue ich mich? Das war noch irgendwo. Ne, da hinten ist da so, wo das. Ah, da ist noch ein Mau. Gucken, ob ich den kriege. Sieht nicht so aus. Zu wenig Prozente. Der kommt da gleich wieder raus, oder? Nee, ich hab nur Glaub. Mau, das Pferd hat das Gewebe an der Schweifspitze nicht, wenn das mit Brand und Front abgelaufen ist, dass er Schweifspitzen gesehen. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück und dann müssen wir gleich irgendwo bei der Abzweigung noch nach links, ne? Keine Fackel da, doch. Hier war jetzt links rum, glaube ich, und da war das Wasser dann, ne? Ja. Er isst gerade was. Ich sehe aber niemanden. Schwimmen wir hier mal gerade lang. Okay. Hier ist genug Licht, dann machen wir wieder unsere Armbrust besser. Wer weiß, was hier passiert. Geht's rüber über Steine. Ist da irgendwas zu holen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Auf der Seite. Sieht auch nicht danach aus. Oh, da ist was los. Da wird gekämpft. Wilder gegen Fuddler. Na, lass die erstmal sich ein bisschen auskämpfen da, weil dann haben wir ja da ein paar kaputte auf jeden Fall Punkte. Gut, den haben wir. Palsphäre noch einsammeln hier wieder. Ist hier noch jemand? Ich sehe erstmal keinen. Doch, da hinten vielleicht, oder? Ja, da stehen auf jeden Fall welche. Zum Glück ist mir das gerade nur eingefallen mit dem Pal, den ich da rauslassen kann, ne? Ja, dieses Grüne kann man bestimmt nicht aufheben, oder? Das ist nur einfach ein Pilz, der hier wächst. Das ist bestimmt der Endgegner, oder?
Thronsaal. Hier ist auch noch nichts. Ein Baum. Und davor ist noch ein Fuak. Ein paar Fuaks. Da unten kann man runterfallen. Da auch. Keine Ahnung, ob das Level 8. Ich weiß nicht, ob die Agro werden, wenn ich da näher komme. Das ist ein großer, oder? Der sieht anders aus. Ist das, der Endgegner? Oh, da hinten leuchtet irgendwas ganz schick. Wow. Also bis jetzt ist nichts passiert. Das ist schon mal gut, oder? Es leuchtet ganz schön hell da oben. Vielleicht gehe ich da mal hin. Ich hoffe, die tun mir jetzt nichts im Rücken was. Okay. Da komme ich nicht durch. Hat einer einen Schlüssel von euch? Wahrscheinlich muss ich die erst kaputt machen, oder? Und den großen hier, der hat bestimmt den Schlüssel. Ich will aber eigentlich die einzeln irgendwie so, ne? Der hier, der geht doch gerade einen anderen Weg, das ist doch gut so. Die anderen haben auf jeden Fall nicht sich auf sich aufmerksam gemacht. Nochmal probieren. Ja, das könnte klappen diesmal, oder? Ja, den habe ich. Okay, der Große möchte mich jetzt doch angreifen. Komm schon, da haben wir's. Außer Gefecht, jetzt ist der auch noch runtergefallen. Ne? Ich hoffe, der hat das, was er verloren, was ich brauche, hier gefunden. Antikes Bauteil, okay. Ja, wir sind ziemlich angeschlagen gerade. Ist hier irgendwas Wichtiges? Nicht wirklich, oder? Ah, das Ding ist nicht mehr da, die Sperre. Hat also gepasst. Dann war das unser Endgegner wohl mit Level 13, oder? Und jetzt müssen wir da rein und können das da hinten holen. Ich hoffe, hier ist keiner mehr, sonst haben wir ein Problem. Rubin und Armbrustbauplan, 4x1. Schlauer Technikhandbuch, schlaues Technikhandbuch und Rubin. Und das ist der Ausgang wahrscheinlich, oder? Dungeon verlassen, genau so ist es. Okay, das machen wir erstmal. Ja, erfolgreich abgeschlossen. Ich habe gedacht, es wäre schlimmer. War es gar nicht. Und jetzt würde ich sagen, Dungeon könnte man wieder reingehen, aber das bringt ja wahrscheinlich nichts. Ja, sind wir auf dem Weg zurück. Dann da hinten ist ein, sag schon, Schnellreisepunkt, den werden wir jetzt aufsuchen, dann in das Lager zurück, Sachen auspacken, gucken, was wir machen können, gucken, was für Pals wir gekriegt haben, die wir jetzt benutzen können. Melpaka, 10 und 11. Haben wir noch nicht, ne? Sind 2. Komm. Okay, den einen haben wir niedergestrickt, den anderen wollen wir fangen. Kriegen wir aber so nicht, oder? Weiß ich nicht. Okay, klappt. Okay, Melpaka und wir haben Level abgehabt. Wir sind jetzt 19. Du flauschig Strand unter dem Schnellstrahl Hufe kann den unvorsichtigen Fänger bis zum Halb. Okay, vielleicht nicht verkehrt.
So, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.